Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute möchte ich euch ein paar neue Produkte zeigen, die ich getestet habe. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann bleibt doch bitte dran. Ja, ich habe in den letzten Wochen neue Produkte getestet. Und zwar habe ich von der Firma Omnimedica drei Produkte ausprobiert. Und ja, ich muss sagen, ich finde die richtig gut, aber wir werden sie uns jetzt im Einzelnen einfach mal angucken. Ich zeige euch mal kurz das erste Produkt, und zwar ist das eine Augencreme. Und wie ihr da unten an diesem goldenen Sechseck sehen könnt, enthalten diese drei Produkte einen Wirkstoff, nämlich OM24. Und ich blende euch dazu mal hier gerade noch so einen Text ein, wo es ein bisschen besser erklärt wird, denn ich kann das ja nur mit meinen eigenen Worten wiedergeben. Auf jeden Fall ist das ein Bestandteil aus einer Teepflanze. Ich blende euch gerade mal diese Pflanze und den Namen dazu ein, denn mit diesem Namen, das ist nicht so meins, ich kann das nicht so gut aussprechen. Und auf jeden Fall soll dieser Wirkstoff OM24 die Haut wieder frisch und jünger aussehen lassen, ne? Weil das ist ja sowas, was wir alle gerne haben wollen. Natürlich habe ich jetzt mit meinen 42 Jahren keine Haut mehr wie eine 20-Jährige. Das heißt, ich habe auch schon Falten und andere Flecken oder sowas auf der Haut, ne? Das ist einfach so, weil die Haut einfach schon was älter ist. Nichtsdestotrotz möchte man ja gerne dann schon ein bisschen da die Haut unterstützen, dass sie wieder ein bisschen jünger aussieht, ein bisschen die Falten nicht mehr ganz so tief da sind, ne? Also weggehen werden die nicht, egal mit welchem Wirkstoff, die bleiben, und das ist ja auch okay, denn das gehört ja auch zu unserem Leben dazu. Dennoch ist es immer ganz schön, wenn man so ein Mittelchen hat, womit man das ein bisschen abschwächen kann, wo man sich auch einfach dann wohler mitfühlt. Und wie gesagt, dieser Wirkstoff OM24 ist in allen drei Produkten drin. Und ich durfte mir die Produkte aussuchen und habe mich für eine Augencreme, eine Gesichtscreme und eine Hydrolotion entschieden. Und ich werde euch die jetzt mal in der Reihenfolge zeigen, wie sie mir gefallen haben. Also was mir am besten gefällt, zeige ich euch zum Schluss. Wir fangen auf jeden Fall jetzt mal hier mit dieser Augencreme an. Die habe ich euch ja eben schon mal in die Kamera gehalten. Und wie gesagt, ich muss sagen, ich war am Anfang, was heißt skeptisch, aber ich habe von dieser Firma Omnimedica vorher noch nie was gehört, auch nicht von OM24 oder hier von den Produkten. Und als ich halt angeschrieben worden bin, habe ich erstmal ein bisschen rumgeguckt, ein bisschen recherchiert und habe mich mal ein bisschen schlau draus gemacht, weil ja, wenn man so, oder bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn ich was nicht kenne, dann muss ich da erstmal ein bisschen rumgucken. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, habe das mal nachgelesen, das hat sich alles sehr interessant angehört, also könnt ihr ja auch gerne mal machen. Auf jeden Fall hat sich das für mich super interessant angehört und deswegen habe ich mir die Sachen zuschicken lassen. Ich durfte sie jetzt auch in aller Ruhe testen, was auch gut ist, denn man braucht ja auch ein bisschen, um die Produkte zu testen. Ich muss sagen, ich habe diese drei Produkte jetzt in meine normale Gesichtskörperpflege mit eingebunden, die ich so habe. Das heißt, ich habe die Augencreme, Gesichtscreme und die Lotion einfach ersetzt und alle anderen Produkte habe ich natürlich da behalten, wie ich sie auch habe, und habe die quasi in Kombination benutzt. Ich habe sie am Anfang, die erste Woche alleine benutzt, aber meine Haut reicht das einfach nicht. Ich brauche immer noch ein bisschen mehr dazu, so ein Serum und sowas. Deswegen habe ich dann die anderen Sachen dazu gepackt und ich kann nur sagen, bei mir hat das richtig gut funktioniert. Ich habe auch nicht gemerkt, dass sich die Produkte mit anderen Produkten nicht vertragen. Das war bei mir wirklich astrein. Und ja, ich zeige euch jetzt gerade mal die Augencreme, weil die ist so ein bisschen, hat so ein, also ein Pumper, und die ist so ein bisschen fester, wie ihr seht, ne? Das ist keine flüssige Creme. Muss ich gerade mal gucken, das steht hier nämlich drauf, das ist auch mit Aktivformel aus einzigartigem Teepflanzenextrakt OM24, wie ich es eben gesagt habe. Die ist ideal für die Augenpartie und T-Zone. Tagespflege mit Soforteffekt für eine seidige Haut ab 30 plus, da gehöre ich auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, ich mag die Augencreme sehr gerne, auch wenn die eine festere Konsistenz hat, aber die lässt sich wirklich gut auftragen, einarbeiten und die zieht auch gut ein. Man fühlt sie noch eine Zeit lang auf der Haut, was ich aber persönlich nicht schlimm finde. Es ist halt nicht unangenehm. Man merkt halt nur, dass man sich eingecremt hat, was ich auch in Ordnung finde. Und ja, wie gesagt, ich trage die jetzt seit, ich glaube, es sind jetzt 3 oder sogar 4 Wochen, bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Und es funktioniert bei mir ganz gut, gerade hier unter meinen Augen. Also ich meine, ihr seht es, glaube ich, heute auch schon wieder, aber es ist schon wieder besser. Ich habe schon Augenmaske und alles aufgetragen. Auf jeden Fall ist das bei mir hier deutlich besser geworden. Das fühlt sich auch bei mir hier unterm Auge gut an, denn an manchen Tagen ist das bei mir hier die untere Augenpartie super empfindlich. Da kann ich dann auch nicht jede Augencreme auftragen, aber hier die hat wirklich gut funktioniert und ich trage mir die ja dann immer mit hier den Fingerchen auf und dann wird das hier eingeklopft und hier oben aufgetragen. Und ihr wisst ja, Augencreme nehme ich auch immer für um die Lippen rum, ne, weil die Lippen dürfen auch mal ein bisschen gepflegt werden. Also mir hat die sehr gut gefallen. Hier sind 30 Milliliter drin, aber da werde ich noch eine ganze Weile mit auskommen, weil man braucht ja nur so einen Pumper für beide Augen. Also reicht zumindest bei mir. Und das hat sich super gut angefühlt. Also muss ich sagen, bin ich echt total begeistert von. Und in der Augencreme, und da habe ich am Anfang, wusste ich nicht, wo der Duft herkommt. Denn alle Produkte, zumindest die drei, die ich jetzt habe, die haben einen Duft. Und ich bin am Anfang nicht dahinter gekommen. Ich habe echt überlegt, was das sein soll. Deswegen bin ich dann auf die Internetseite gegangen und habe es nämlich mal nachgeguckt, weil ich bin von alleine nicht drauf gekommen. Und zwar Apfelextrakt enthält die Augencreme. Und das ist auch das, was ich gerochen habe, nämlich Apfel. Aber ja, irgendwie, weiß ich auch nicht, konnte ich das jetzt nicht so identifizieren. Jedenfalls ist hier Apfelextrakt drin, dieser Grünteeextrakt OM24. Und isländisch Moos finde ich auch total interessant. Habe ich bis jetzt, glaube ich, auch noch in keinem Produkt gehabt. Bin mir da jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall, ja, finde ich das richtig cool, was hier drin ist. Es hat bei mir super funktioniert. Das ist jetzt bei mir der dritte Platz geworden, weil ich sie ja einfach ranken wollte, ne? Deswegen die Augencreme. So, dann als nächstes habe ich nämlich hier, und das finde ich auch richtig gut, das ist eine intensive Gesichtspflege im Prinzip, ne? Die hat natürlich auch wieder OM24. Das ist eine intensive Pflege für reife Haut. Also da zähle ich meine Haut jetzt auch schon zu. Da steht dann noch, vermindert Faltenbildung, reduziert Altersflecken und Pigmentstörungen, Tag- und Nachtpflege für spürbar feinere Haut. Und das muss ich echt sagen. Die ist genauso wie die Augencreme nicht so flüssig, ne? Sondern auch wieder fester. Hat auch wieder den Geruch. Ich meine, jetzt, wo ich weiß, dass es Apfel ist, rieche ich es auch, aber vorher, ich konnte es einfach nicht identifizieren. Lässt sich auch wieder, genau wie die Augencreme, super gut auftragen, zieht schön ein. Es ist eine festere Creme. Wenn man jetzt im Sommer lieber was Leichtes haben möchte, dann müsste man mal sich nach einem anderen Produkt von denen umgucken. Das hier ist auf jeden Fall etwas, ja, reichhaltiger, was bei meiner Haut aber gar kein Problem ist, denn im Sommer verwende ich solche Produkte auch sehr gerne. Gerade wenn ich jetzt viel draußen war in der Sonne und abends mich dann abschminke und so, dann, ne, nehme ich auch meine Gesichtsmaske oder eben eine Creme, die ein bisschen reichhaltiger ist, weil ich einfach merke, dass meine Haut ein bisschen mehr Pflege braucht. Finde ich persönlich immer super wichtig. So, und hier haben wir fast dieselben Bestandteile wie in der Augencreme, nämlich den Grünteeextrakt mit OM24 und das Irisch Moos. Und hier ist noch Hyaluronsäure drin. Und ja, ihr wisst, Hyaluronsäure mag ich in Produkten super gerne. Ich finde die Pflege richtig gut. Und jetzt, wie gesagt, meine Haut, meine Erfahrung. Ich habe hier an der Lippe eine Falte. Und ich muss sagen, die ist deutlich besser geworden, seitdem ich das hier verwende. So, und dann kommen wir auf jeden Fall zu meinem Lieblingsprodukt. Und das ist dieses hier. Das ist die Hydrolotion. Natürlich auch wieder mit OM24. Und ja, die finde ich toll. Die finde ich richtig, richtig toll. Ich zeige sie euch mal gerade. Ich nehme jetzt mal meinen Arm, weil meine Hand ist jetzt schon oft genug eingecremt worden. Also die ist so ein bisschen, ja, bräunlicher, ne? So. Auf jeden Fall nicht weiß und ein klein wenig flüssig. Und das Schöne ist, oh, ich mag das so gern, die aufzutragen. Seht ihr das? Also die Haut, und hier, das riecht so nach Apfel. Richtig, richtig gut. Also das zieht schnell in die Haut ein. Die Haut fühlt sich danach richtig, richtig, richtig gut an. Es duftet gut. Und ich mag die einfach sehr, sehr gerne. Und die kühlt auch ein bisschen. Finde ich jetzt bei dem warmen Wetter echt super praktisch. Also abends unter die Dusche gesprungen, nach der Dusche die Lotion aufgetragen und man fühlt sich wie ein neuer Mensch. Ehrlich, super cool. Und hier sind die Bestandteile auch wieder natürlich Grünteeextrakt OM24, Hammer, Melis.
Und Urea ist hier drin. Und ehrlich, die ist toll. Die ist richtig toll. Und ich brauche da auch nicht so viel von, muss ich ehrlich sagen. Die ist recht flüssig. Und ihr habt das ja eben gesehen. Also ich hätte hier noch locker den ganzen Arm mit eincremen können. Ne? Die wird auch super schnell von der Haut aufgesogen. Und es ist richtig, richtig, richtig cool. Also die ist für mich jetzt so, jetzt gerade bei dem warmen Wetter, ein absolutes, richtig cooles Produkt. Hier sind 200 Milliliter drin, da brauche ich eine ganze Weile, bis das leer ist. Und ja, auf jeden Fall ist das ein super schönes Trio, was ich zum Testen bekommen habe. Bin auch froh, dass man sie mir zur Verfügung gestellt hat und dass ich die Produkte kennenlernen durfte, weil von alleine, gebe ich ehrlich zu, hätte ich sie mir mit Sicherheit nicht gekauft, weil ich die Firma nicht kannte und auch von dem Wirkstoff vorher noch nicht wirklich was gehört habe. Ich habe schon davon gehört, dass grüner Tee in Pflegeprodukten schon gut sein soll, aber habe mich da noch nie wirklich so mit beschäftigt. Und ja, dadurch, dass ich die Produkte jetzt testen konnte, muss ich sagen, ich finde sie richtig gut. Das wären definitiv Sachen, die ich mir nachkaufen würde, wenn ich nicht so viele Sachen da hätte. Wie gesagt, ihr habt schon gemerkt, ich bin super begeistert von den Produkten und habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich sie testen durfte. Ich werde sie auf jeden Fall aufbrauchen. Das heißt, in einem Aufgebraucht-Video werdet ihr die Sachen dann nochmal sehen. Auf Und jeden Fall hat mir dieser Test hier super viel Spaß gemacht. Es war einfach schön zu sehen, dass es meiner Haut richtig gut tut. Und ihr wisst, dass ich ja nicht jedes Produkt unbedingt vertrage. Hier bei den dreien war das super jetzt toll. würde Mich mal interessieren, ob ihr die Firma OmniMedica schon kennt, ob ihr die Produkte schon mal gesehen habt, ob ihr schon mal was von dem Wirkstoff OM24 gehört habt. Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt nur durch diesen Produkttest, ja, erfahren bzw. mich da ein bisschen mehr mit beschäftigt. Vorher muss ich sagen, ist das an mir vorbeigegangen, aber vielleicht habt ihr das ja vorher schon für euch entdeckt. Ja, ich bin auf jeden Fall super froh, dass ich die Produkte ausprobieren durfte und dass meine Haut sie so gut vertragen hat. Damit sind wir dann am Ende von meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Dann wünsche ich euch jetzt einen super schönen Tag, super schönen Abend, je nachdem, wann ihr mein Video guckt. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.